Da haben wir eine Möglichkeit. Osman's Soul könnte für 105.000 zum Lierse SK wechseln nach Belgien. Und das ist momentan der einzige Interessent. Ich denke mal, wir werden das annehmen. Wir müssen das irgendwo auch, weil wir würden eben umgerechnet, wir sind nicht umgerechnet, es ist genau eben 200.000, die Summe, um die es geht. Wir würden eben einen Teil dieses hier sparen, also ungefähr die Hälfte, kann man sagen. Sagen wir 550.000, die wir letztendlich aus diesem Transfer dann rausholen. Deswegen, ich unterzeichne es. Weil das ist eben auch realistisch, man bekommt eben nicht mal alles, die sind ja auch nicht alle blöd. Na, die wissen auch, dass die Verträge auslaufen und wir eben angewiesen darauf sind, dass jetzt noch einer kommt und den Spieler holt. Sonst geht er eben dann im Sommer ablösefrei. Ich nehme das jetzt mit. Ich nehme das jetzt mit und wir müssen uns dann anderweitig umgucken. Und der Spieler, den ihr da schon seht, der könnte eine Möglichkeit sein. Eventuell eine Laie. Das war auch ein Vorschlag aus den Kommentaren. Freut mich übrigens. Da möchte ich mal Danke sagen. Es scheint so, als ob wieder die Kommentare zunehmen und mir da Unterstützung geben und wirklich sehr, sehr viele sinnvolle Anregungen und Kritik eben da kommen. Weil das wäre ein Spieler, der hat eine 61, ne, der ist 18, der würde jetzt für ein halbes Jahr uns da absolut weiterhelfen. Wir müssten wahrscheinlich das Gehalt bezahlen, vielleicht auch nur eine Hälfte davon, weil es ist der FC Aberdeen. Die können sich das auch nicht leisten, den auf der Bank sitzen zu lassen. Ne? Das ist auch verschwendete Lebensmühe, würde ich sagen. So, Jamie Walker, den loben wir. So, großes Lob, sehr schön, 5 Moralpunkte nochmal oben drauf angenommen. Da würde er uns also in Richtung Belgien verlassen. Also arbeiten wir schon mal den ersten Punkt heute ab. Wir werden uns die defensive Mittelfeldposition für Boaben mal angucken. Schieben das Ganze nach oben. Was braucht er nicht unbedingt? Schnelligkeit, ne, das ist eigentlich alles wichtig. Beweglichkeit, das kann mal runter. So, perfekt. Ja, da liegen momentan 2 Punkte eben zwischen. Also er könnte genau eine 64 erreichen, wie im zentralen und offensiven Mittelfeld. Der kann sogar rechts spielen. Also ich bin froh, dass er wirklich geblieben ist, dass wir den verlängert bekommen haben. Weil, wenn man die Allrounder-Fähigkeiten jetzt mal so betrachtet, ist er schon besser und sinnvoller angelegt, als es Payado hätte sein können. Zumal er ja, wie gesagt, auch jünger ist. So, Punkt Nummer 2. Ich hatte euch ja gesagt, ich werde euch in jedem Part, der jetzt eben kommt, einen Spieler vorstellen, der uns eventuell dann für die neue Saison auf der Defensivposition, auf der Sechserposition verstärken könnte, dessen Vertrag ausläuft. Und der heutige Spieler ist eben dann Luke O'Neill vom FC Watford, ist ein 18-jähriger Engländer. Der wäre mal wieder beim Thema. Der kann eben die Sprache und er hätte da eben nicht Anpassungsprobleme. Da müssten wir einfach mal gucken, ob wir ihn bekommen könnten. Ja, das könnte gehen, das könnte funktionieren. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie gut der ist. Das ist quasi mein Ritt ins Blaue. Ich habe da einfach so ein Twitter bekommen von meinem Informanten, der liebe Björn. Nochmal vielen Dank und Gruß an der Stelle. Das könnte sich lohnen und wir werden es mal versuchen, dem das Angebot zu machen. So, also 0 Euro quasi, das heißt Saisonende. Und dann müssen wir danach einen Vertrag abschließen. Die ganzen Spieler, die jetzt hier eben drin sind, die könnten wir uns jetzt mal scouten lassen. Und das macht der hier, weil wir kennen mittlerweile alle Gegner, der braucht uns die nicht mehr scouten. So, das macht er. Und wir werden dann noch die ganzen anderen noch mit reinnehmen. So, wo bin ich jetzt hier? Ne, der nicht. Das ist er hier, ne? Das habe ich jetzt schon wieder vom Blödsinn gemacht. Tabelle definieren. Wenn ich das jetzt drücke, genau, dann kann ich doch eigentlich hier auswählen. Genau, dann kann ich das doch eigentlich hier reinziehen. Gary Glenn brauchen wir nicht. Thomas Lamm, das wäre nämlich ganz schön gewesen. Dann kann der uns die beiden Spieler mal angucken. Thomas Lamm habe ich auch noch nicht abgeschrieben. Vielleicht geht da ja noch was vom Prestige her. Aber das könnte dann trotzdem knapp werden. Ja, wir haben Zeit bis zum Ende der Saison, wenn der nicht irgendwo sonst irgendwo unterschreibt oder das Ding verlängert. Müssen wir abwarten. New Center. Luke O'Neill auf Transferliste gesetzt. Und ja, was angenommen wurde. Da haben die nichts zu melden. Ich könnte jetzt auch nachgucken, wie gut er ist. Ne? Ihr wisst es ja, bei der Karriere. Das geht ja, aber wenn ich das nicht unbedingt durch Zufall gerade mache, dann möchte ich davon auch nicht absehen. Das ist also der Spieler. Wahbi Khazri. Wo alle dran interessiert waren. 21 Jahre alt. Girondin Bordeaux aus Frankreich. Der geht jetzt zu Manchester City für 6,3 Millionen. 3,5 Talentsterne. Ganz kurz überfliegen hier, ob irgendwas wichtig ist. Aber ich glaube eigentlich nicht. Albin Ekdal zum FC Granada.
Alexandru Martel kenne ich auch nicht. Astra Giurgiu aus Rumänien zu Piräus. Und hier sind wir auch nicht vorhanden. Wir sind ja nicht bei Leipzig, ne? Da werden, ist es eigentlich permanent so, dass irgendein Spieler einfach von uns im Fokus steht. Ja, wir hatten keinen Kontakt. Ich kann das ja nicht jede Woche leider. Wir hatten ja letztens schon dem Lamm gesagt, dass wir den gerne hätten. Deswegen ging das diesmal nicht, sonst hätte ich das auch durchgezogen. Das würde funktionieren. Das Handgeld lasse ich weg, weil wir momentan einziger Interessent sind. Das kann man dann verschmerzen. 2 Jahre plus, na gut, ich kann ja noch 3 machen, warum nicht, ne? Der ist 18. Obwohl 2 sind schon, normalerweise würde ich gerne 2 machen, plus Option. Aber man weiß eben nie. Nicht, dass das dann letztendlich wieder so aussieht, dass der nicht verlängert und wir keine Kohle bekämen bei einem Abgang. Der bekommt 5%. Option erstmal für uns reinmachen, weil wir müssen nicht so weit runtergehen, nicht Aufstieg 100% weg. So ein Quatsch. Aufstiegsprämie, das bekommt er auf alle Fälle. Ich würde sagen 2,5. Auflauf 200. So ein Ansporn muss ja da sein. Auf alle Fälle, das lasse ich raus. Und jetzt gehen wir mal runter hier. So, das geht nicht. Wir müssen schon irgendwo was Sinnvolles machen. Nicht, dass der uns wegrennt. Also 140 müssen schon sein, dass der mehr als verdient als jetzt. Bist Stammspieler? Das weiß ich allerdings nicht. In der Regel langsam rangeführt. So, das geht. 3 Jahre. Würde ich sagen, schicken wir das mal ab und hoffen, dass der kommt. Obwohl es halt, wie gesagt, ein Spieler ist, wo wir nicht wissen, was kann der. Was kann der, ne? Das ist es. Wir haben die 3. Runde des SFA Cup. Und da können wir gerade ganz kurz durchgucken, wer denn da rausgeflogen ist, wer nicht. Dann die United ist weiter. Kilmarnock ist weiter, St. Johnstone ist weiter, Aberdeen, Inverness, Caledonian Thistle ist auch durch, also die komplette Riege der Erstligisten hat es da gepackt. FC Dundee, die sind die Ausnahme, die da rausgeflogen sind gegen Berwick Rangers. Und das ist die Mannschaft, die auch schon die Celtics rausgeschmissen hat, soweit ich weiß. Mit 3:0, klare Geschichte. Dumbarton verliert gegen die Raith Rovers mit einem 2:1. Lucas Neal macht ein Eigentor für die Raith Rovers. Na, vielleicht wäre es bei ihm, das bei uns nicht passiert. Wissen wir nicht. Dann Firmlin, auch mit 13:0 gegen die Albion Rovers. Das sind dann die Teilnehmer fürs Viertelfinale. Also ein unterklassiger Verein und ich würde sagen, ne, 2. Ich glaube, dann Firmlin ist auch Drittligist. Also 2 Unterklassige und dann eben Wraith als Zweitligist, ansonsten alles Erstligisten, die das da unter sich ausmachen werden. Die letzten 24 Stunden. Also wir werden El Hasnaoui nicht verkaufen können, das ist klar. Das ist klar. Ich hoffe nur, dass es irgendwie relativ ordentlich vonstatten geht. Also Osman Sow haben wir gesehen, der ist weg. Der ist dann letztendlich noch zu Lierse gegangen. Also Gallagher als Torwart, damit da kann ich auch absolut mit leben, weil wenn der jetzt gegangen wäre, hätten wir eben keinen Torwart gehabt, keinen zweiten. Zumindest nicht für die Halbserie, die jetzt noch kommt. Ab dem Sommer mit Hamilton schon. Oh, Maxi Beister zu Vitesse Arnhem nach Holland. Und so haben wir Gallagher eben noch. Wir können versuchen, ihm eventuell einen sehr, sehr mageren Vertrag anzubieten. Mit kaum Gehalt. Tolga Gigeci von Herthas zweiter Mannschaft zu den Seattle Sounders in die Major League Soccer. Auch ein sehr interessanter Transfer. Aber es passiert ja sonst nichts mehr hier. Ken Morgan von der Reserve von Newcastle zum FC New York City, also dem neuen Verein, wo Frank Lampard jetzt spielt, wo David Villa jetzt spielt. Und ich glaube auch, dass Kaká von diesem Verein ausgeliehen wurde. Ach nee, das war Orlando City, das war der andere. Sorry, das war der andere Verein, der neu ist. Grant Coleman. Ah, das ist die Premiership, ich habe schon gedacht, wer ist das denn? Kenne ich gar nicht. Championship. Callum Patterson, 410.000 wert. Wilson, 380. Und dann haben wir 3 Spieler, die relativ gleich viel wert sind. Robinson, Nicholson und Killing. Und Boaben sehen wir da unten noch. Und da kommen dann die weiteren. Also wir haben schon aufgrund der Geschichte, dass wir natürlich sehr viele junge Spieler im Kader haben, schon auch Wert, Gegenwert, gegenüber den Schulden, die wir jetzt haben. Fußballer des Monats, Januar. Nadir Çiftçi, der Türke von Dundee United. Jetzt sehen wir mal auch das Gesicht. Ich habe ja, glaube ich, in der vorletzten Folge schon mal über ihn gesprochen. Biram Kayal, ich glaube, der ist Israeli, von Celtic. Und Richie Foran von Inverness. Ja, das ist mal doof, dass man das hier nicht sehen kann, ne, aus der 2. Liga. Weil da gibt es ja auch eine Wahl, die Robinson auch schon gewonnen hatte. Top-Transfers.
Chris Boyd, John Daly, Cameron Bell für die Rangers. Dann haben wir dreimal die Hibs mit Thompson, Robertson und Heffernan. Und wir sind nicht dabei. Wir sind nicht dabei. Alles ablösefrei. Ne? Das sind die ganzen Wechsel in der Sommertransferphase. Denke ich zumindest überwiegend. Und jetzt Livingston. Jetzt Livingston zu Hause. Ja, dann haben wir zumindest das geschafft, noch, dass zwei Spieler uns verlassen haben, dass wir da noch Ablöse bekommen haben. Ist zumindest ein bisschen was. Und optimal wäre es gewesen, wenn wir das noch bei El Hasnaoui auch noch geschafft hätten. Aber ansonsten wäre nicht mehr viel gewesen. Bei Gallagher habe ich ja schon erklärt. 657. Wir müssen natürlich jetzt noch einen wieder reinstellen als Stürmer, deswegen ist es gerade ein bisschen wenig. Die Form. Sie hat sich noch nicht wieder hochgependelt. Das letzte Spiel ist 2-0 ausgegangen. Für uns bestes Wetter in Edinburgh. An diesem, weiß ich jetzt gar nicht, 2. Februar, genau, da stand's. Ja, 18 Partien gab's bis jetzt gegen Livingston, 9 davon haben wir gewonnen. Topspiel ist die Rangers gegen Wraith. Und die haben ja das Weiterkommen im Pokal im Hinterkopf. Vielleicht da eine breite Brust, die sie verwenden können. Aber ich denke, es sind wie jedes Mal 51.000 hier im Ibrox Stadium, die Rangers nach vorne schreien werden. Wir müssen das Spiel eben, wie gesagt, gewinnen. Und wenn wir fertig sind mit dem Spiel, wenn wir sagen, wir haben 3 Punkte, dann können wir rüber gucken. Eben nicht vorher, das bringt doch alles nichts. Und dann haben wir noch ein Lower gegen die Hibs. Also die haben jetzt innerhalb von 3 Spieltagen alle 3 großen spielen müssen. Und danach wird es wieder leichter. Ja, man sollte die nicht unterschätzen. Die haben scheinbar toll gespielt. Gegen den haushohen Favoriten, dann nur 1-0 verloren, ganz knapp. Das ist die Mannschaft. Sie sieht, ja, doch irgendwo sehr, sehr dezimiert aus. Nur noch 20 Mann im Kader in der ersten Mannschaft. Wenn da irgendwas passiert, dann müssten wir das eben aufforsten aus der Jugend. Zweite Mannschaft gibt's ja nicht. Luke O'Neill, das akzeptiert. Wir haben noch kein Vertragsangebot von, doch also noch nicht mitbekommen, ob er es angenommen hat. Vertragsangebot ist ja abgeschickt worden. Abgelehnt. Hat abgelehnt. Da steht eine 70 unten. Na gut, das wird jetzt nicht funktionieren jetzt, ne? Transfervorbereitungen. Nichts unterschreiben, ohne mit uns zu sprechen. Ne? Das kann ich jetzt nur machen. Boah, es ist blöd. Ne? Ich habe gerade noch überlegt, da kam noch nichts und dann ist es doch schon abgelehnt worden. Scheiß Berater hier. Ja, wenn ich, bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt nochmal komme. Ne? Nee, nee. Da muss ich ein bisschen warten. Wir bekommen den hier erstmal gescoutet. Dann wissen wir da mehr. Aber wenn da eine 70 steht, dann kann der nochmal so nicht schlechter als eine 60 sein. Und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Der ist 18. Das wäre schon wirklich top. Sushi, den können wir uns hinhängen. Machen wir aber nicht. Okay, das haben wir ja abgeklärt. Transfermarkt geschlossen. Trainingsziele noch anpassen gerade. Keatings. Das wird uns nicht umwerfen. Ich habe noch so viele Transfermöglichkeiten in der Hinterhand. Also da werden wir schon irgendwas finden. Und wir müssen sie nicht hetzen lassen. Das ist ja alles für die neue Saison. Also der grobe Kader ist ja da. Ne? Mit Gomis, wir haben mit Buabendern eben schon mal 2 Spieler, die möglicherweise die Position spielen könnten. Auch im neuen Jahr. Weil der ist ja auch ein Spieler, der über eine 70, über eine 60 kommt. Eine 70 wäre super. Also das ist normalerweise nicht verkehrt. Der ist 27, der geht lange Wege. Das ist normalerweise auch ein Spieler, den du möglicherweise auch vorne einsetzen kannst. Ne? Zentrales Mittelfeld geht. Ein bisschen Abstriche. Dazu müsste man allerdings das System dann etwas anpassen, wenn Robinson mal nicht spielen könnte, möglicherweise. Oder man zieht eben dann Buabel nach vorne, was eigentlich fast sinnvoller wäre in dem Moment. Aber ihr merkt schon, ich spreche über ungelegte Eier. Ist ja noch gar nicht klar. Also wir gehen das ganz, ganz locker an, würde ich sagen. Und das ist eigentlich auch das Sinnvollste, was man da in der Situation tun sollte. Und das habe ich jetzt erst gesehen, dass der die Sprache da kann. Und dem armen Kollegen da Gummis helfen könnte. Ja, das verschwindet dann meistens irgendwo ganz unten. Gut trainiert. Für Gallagher. Verschwindet irgendwo ganz unten, wo du das wirklich nicht siehst. Ihr müsst immer noch ganz genau sagen, ab wann ich dieses sehr verbessert den Spieler mitgeben darf. Ohne, dass es negative Konsequenzen hat. Ich meine irgendwo Richtung April, aber kann sein, dass ich mich da irre. Deswegen nochmal ganz genau wissen, hätte ich das ganz gerne. An die Experten da draußen, die mir das bestimmt sagen können. Patterson, Robinson. Okay, gut trainiert. Aber wir kommen hier nicht so wirklich raus. Gehalter. Nicholson, Patterson. Na, wenn ich da irgendwo ein bisschen Luft habe, dann könnte ich nochmal gucken, dass wir Patterson machen, dass wir vielleicht Nicholson ein bisschen erhöhen. Weil das ist schon ordentlich, das bekommst du eben dann nicht mit 10% Erhöhung durch. Na, da musst du hier 5000 mal klicken. Da müssen wir das schon sinnvoller angehen.
Weil wir haben 275.000 jetzt aufgrund dieser Sache, dass man sagen könnte, da ist ein bisschen Luft. Denn die sind so gut mittlerweile, die haben eine 67, eine 66. Also da, die werden schon einiges fordern. Der verdient 42,5. Das ist super wenig. Ich kann mal gerade gucken, was denn da los ist. Möchte momentan nicht sprechen, 2,15. Das ist nicht akut. Das ist dann erst in anderthalb Jahren wichtig, dass man spricht, ne? Über einen neuen Vertrag. Weil sonst wird's da auch wieder hässlich. Er verdient 37,5, ne? Der hat bis 2,14. Also das würde schon eher Sinn machen. Dann machen wir das. Das wäre ein Meilenstein, Sam Nicholson hier zu binden. 130 gehe ich absolut mit. 4 Jahre. Jetzt muss ich überlegen. Wenn der über eine 70 geht, dann können wir den eh nicht halten. Das ist dann ganz, ganz einfach so. Ich glaube, der wird dann schon ganz gut beraten sein, wenn wir den Vertrag lange machen. Beziehungsweise wir werden gut beraten sein, eher nicht. Stammplatzgarantie, momentan absolut klar. Mannschaft wird verstärkt im neuen Jahr, obwohl ich dem das nicht so gerne sagen würde. In der Regel spielen, weil es ist so ein junger Spieler mit 18 Jahren und da schon sagst, hier, Stammspieler, es könnte sich ein Schlendrian eben dann einschleichen, das will ich nicht. Option für Spieler können wir dem geben, weil wir haben 4 Jahre, das reicht, da muss ich nicht nur eine Option für uns machen. Option 5% ist 18, das passt, das hätte ich aber auch nie hingenommen. Aufstiegsprämie, die wird jetzt auch etwas üppiger ausfallen, 4000. Auflauf 250, ein bisschen höher. Und die Torprämie, die nehmen wir ja eine Assistprämie wichtig. Ne? Und 200 können wir nehmen. Und der Rest muss nicht unbedingt. 130, denke ich mal, ist eine ganz gute Zahl für ihn. Also wir werden 140 machen, dass wir auf Nummer sicher gehen. Das sind dann knapp 100.000 hier runter, nochmal 175. Das passt. Das passt auf alle Fälle. Sam Nicholson. Das soll so das Gesicht sein der nächsten Jahre. Er und Oliver plus Patterson, das wäre super. Das ist das Dreieck vielleicht mit Robinson, der ist auch erst 20. Ne? Wilson hinten. Wir haben schon Spieler. Wir haben schon wirklich Gesichter, die diese tolle Traditionsmannschaft aus Edinburgh wieder aufbauen soll. Und da sind wir dran. James Keatings nehme ich jetzt mal rein. Wir haben El Hasnabi. Ja, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, dass wir ihn behalten haben. Zwangsläufig. Denn das ist der dritte Stürmer. Wir haben eben somit die Qualität erstmal gesichert, 3 Stück, die auf eine 60 kommen, Minimum. Und damit kann man die Saison schön zu Ende spielen. Er ist ungefähr 100.000 auch wert, zumindest momentan. El Hasnaoui, wir haben es ja mit Zoe probiert, wir haben ihn ja wegbekommen, von daher, das geht schon, das geht schon. Obwohl es schade war, hat viel getroffen. Er hat wirklich jetzt zuletzt auch ganz toll gespielt. Aber so ist der Lauf der Zeit und ich fand es auch klasse, wie das Verständnis eben war von euch. Ja, der Fußballverstand da auch vorhanden war. Wo eben dann diese Schritte auch nachvollziehbar waren. Gordon, hier haben wir ihn. Liam Gordon, der ja auch wiederkommen wird für die Innenverteidigung. Das ist Gott sei Dank dann eine Positionsrichtung, wo wir überhaupt keine Probleme haben. Burrowman sollten wir schauen, dass wir da nicht zu viel Blödsinn machen. Würde ich sagen, ne? Der ist sehr gefährlich. Hinter ihm der Vorbereiter Burton O'Brien. Cummings ist recht schwach. Ich gucke wieder ganz gerne, wie groß die sind. Ich glaube, er ist nicht so... Ah doch, 1,88. Sag mal, die Simon Mansing, der ist 1,78. Ja, das ist wieder so ein zweischneidiges Schwert, aber wir haben jetzt ja keine großen Spieler mehr. Ich nehme mal die 55% mit. Und das sollte dann eigentlich schon hinkommen. Abseitsfalle lasse ich auch stehen. Da wir jetzt zu Hause spielen, glaube ich, dass wir etwas offensiver rangehen. Das hat sich gegen Galloway ja bewährt. Ne? Siegprämie gebe ich nicht. Es ist einfach zurzeit so, dass wir weder nach oben noch nach unten schwer Aussicht haben. Nach oben leider, nach unten zum Glück. Sodass, ich denke mal, es nicht so schlimm wäre, wenn man eben mal nicht mal da dreifach punktet. Wollen wir natürlich trotzdem, aber so kann ich das Geld zumindest sparen. Und die Jungs sind ja allesamt sehr, sehr jung. Bis auf 2, 3 Ausnahmen natürlich. Ne? Und da ist die Motivation sowieso vorhanden. Da wir ja keine richtig festen Stammspieler haben, zumindest keine auf dem Papier. Muss auch immer gekämpft werden. Wir haben jetzt Livingston, dann haben wir Falkirk eine Woche später und 2x Codenbees. Das sind jetzt nicht die Gegner, wo man jetzt Angst haben müsste. Aber ihr wisst, ihr habt es gesehen, wir sind im Pokal rausgeflogen gegen die Viertligisten. Man muss sich da am Riemen reißen, aber ich glaube schon, wir können jetzt ganz gut punkten. 12 mögliche haben wir in den nächsten 3 Wochen. Mal schauen, wie viel wir holen können und immer natürlich dann mit einem Auge schielend auf die anderen Plätze, vor allen Dingen auf jene, wo die Rangers spielen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Baumi, bis denn.